Jo Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder ein ganz tolles Modell für euch vorbereitet, aber zuerst die Gewinner vom Gewinnspiel von letzter Woche werde ich jetzt ziehen, weil es haben diesmal ziemlich viele Leute teilgenommen. Es waren 19, um genau zu sein. Und hier mal der erste oder die erste Gewinnerin, Pascal. Dann Gewinner Nummer 2 ist Leon H 0.7 und Gewinner Nummer 3 ist Arwin unterstrich 44. Gratulation an die Gewinner der Masken und vielen Dank für die Teilnahme am Gewinnspiel. So, darf ich euch präsentieren, Matthias. Servus, hallo. Wie geht's dir? Alles super, Fint. Alles toll. Wir machen heute eine Dauerwelle. Wie ihr sehen könnt, der Matthias hat super lange Haare, also sind länger als Schlüsselbein lang. Und wir machen heute eine richtig coole Dauerwelle. Natürlich werden wir auch ein bisschen was wegschneiden, aber die Haare bleiben lang. Ich würde sagen, wir können starten. Oder hast du noch irgendeine Frage, bevor es losgeht? Alles easy. Let's go. Matthias Haare sind schon gewaschen. Ich werde heute den großen Wickler verwenden und bevor wir sie aufwickeln, werde ich sie ihm noch ein bisschen schneiden, weil es für mich einfach eine enorme Wickelhilfe ist. Wann hast du das letzte Mal die Haare geschnitten? So richtig? Eineinhalb Jahre, das letzte Mal spitzen. Dementsprechend müsst ihr euch denken, ist die Haarlänge bei ihm unterschiedlich und das ist beim Wickeln dann oft ganz schwer, wenn man viele verschiedene Längen hat. Deswegen schneiden wir als erstes ein wenig, wickeln dann die Wickler drauf und dann nach der Dauerwelle schauen wir uns die Spitzen an und schauen, wie viel wir noch wegschneiden. Es geht los! Ich bin jetzt fertig mit dem Haare schneiden, aber bevor ich dem Matthias die Wickler aufwickel, werde ich ihm noch eine Pre-Perm-Lotion ins Haar geben, um seine schönen langen Haare zu schützen. Der Matthias hat mir gesagt, dass er den Scheitel immer gern auf der rechten Seite hat und die Haare so nach links wirft. Deswegen werde ich mit meiner Wickeltechnik auch vom Scheitel wegarbeiten und wir fangen auch gleich an mit dem ersten Passé, mit der ersten Abteilung. Hier am Oberkopf. Jetzt ist es wichtig, dass wir die Haare schön über den Scheitel überziehen, bevor wir sie aufwickeln, damit wir dann ein richtig schönes Volumen hier haben. Der erste Wickler sitzt. Es geht schon weiter. Okay, ich habe jetzt eine Bitte an dich, wenn du mir den Wickler so festhalten könntest, das wäre super. Perfekt. Yes, und noch ein bisschen rüberziehen. Yes. Perfekt, wir sind fertig mit dem Wickeln. Ich habe bei Matthias heute eine Spiralwickeltechnik gemacht und jetzt können wir schon zum Waschplatz und die Dauerwelle präparieren. Es geht los. Folge mir. Ich habe hier schon die Vellotion. Da kommt jetzt noch eine Ampulle PCC hinein. Unser Zauberpflegewirkstoff, der schon zur Dauerwelle-Lotion dazugemischt wird von Labiosthetik. Ganz eine tolle Sache. Die Dauerwelle wird viel, 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 viel schöner. Viel mehr Glanz in den Haaren. Ganz was anderes. Alright. Perfekt. Es geht schon los mit dem Präparieren. Fangen wir hier oben an. Thank you.
wird eine richtig geile Dauerwelle. Okay Leute, die Welllotion ist aufgetragen. Das Ganze lassen wir jetzt 25 Minuten einwirken und anschließend spülen wir die Welllotion raus, fixieren dann zweimal die Dauerwelle, geben eine Abschlusspflege drauf und dann schaue ich mir gleich Matthias seine Spitzen an, aber ich bin überzeugt davon, vor allem mit PCC. Die Haare werden danach wunderschön sein. Alright, 25 Minuten. Okay Leute, die Einwirkzeit der Welllotion ist vorüber. Ich werde ihm das Ganze jetzt abnehmen und jetzt werde ich ihm die Haare circa 5 Minuten lang spülen. Mit Wasser. Jetzt kommt die Fixierung drauf. Die erste Fixierung. Die erste Fixierung lassen wir jetzt 10 Minuten einwirken und dann nehmen wir endlich die Wickler runter. Okay Leute, schauen wir uns die Dauerwelle mal an. So. Zack. Oh, das schaut gut aus. Schaut gut aus, Matthias. Da haben wir schon unsere erste Locke. Sieht richtig nice aus. Ich bin gespannt, was du sagst, Matthias. Schaut euch das an, Leute. Schaut euch diese Dauerwelle an. Schaut euch an, wie die Haare glänzen. Jetzt geben wir noch die zweite Fixierung drauf. Die lassen wir nochmal 5 Minuten einwirken und dann kommt noch die Abschlusspflege drauf und dann trocknen wir die Haare. Ich bin schon so gespannt. Es wird so cool ausschauen. Darf ich dich zum Platz bitten, Matthias? Es ist soweit. Bist du bereit für deine Dauerwelle? Seid ihr bereit? Ey. So. Schau dir das an. Schau dir das an. Gib mal den Kopf zurück. Yes. Ja, schon mega leise, wenn sie nass sind. Ja. Sieht geil aus, oder? Mega. Nicht schlecht. Mega cool. Ganz was anderes. Aber wir schneiden jetzt noch ganz ein wenig die Spitzen. Wirklich nur die äußersten 1-2 cm und dann trocknen wir sie. Es geht los. Schaut euch das einmal an, Leute. Schaut euch das einmal jetzt im Nassen an. Wie perfekt ist bitte diese Dauerwelle geworden? Was jetzt noch fehlt, der Curl Activator. Momentan mein Lieblingsprodukt für Dauerwellen. 10 bis 15 Sprühstöße sollten absolut reichen. Anschließend die Haare einfach mit einem Kamm oder einer Bürste kurz kämmen, damit das Produkt gleichmäßig verteilt ist. Ich bin sehr gespannt, weil das sieht jetzt schon extrem, extrem lässig aus. Bevor wir mit dem Trocknen anfangen, habe ich noch eine Bitte an dich, wenn du dich nur zu mir drehen könntest mit dem Stuhl und jetzt einmal mit Schwung die Haare nach vorne wirfst, und damit wir sie kopfüber trocknen können. Das wäre super. Yes, perfekt. Geschafft? Was sagst du? Lässig, sehr cooles Ergebnis. Noch lässiger, als ich mir vorgestellt habe eigentlich. Und sehr cool. Lockiger und sehr cool. Voluminöser auf jeden Fall, als ich gedacht habe. Es sieht urgut aus. Ich habe noch ein kleines Präsent für dich, weil du heute da warst. Hier einmal eine Michelle Ziada Maske, deine neue Lieblingsmaske, und der Curl Activator, den ich vorher bei dir zum Stylen verwendet habe. 10 bis 15 Sprühstöße und vom Trocknen. Genau. Du kannst sie auch Luft trocknen lassen damit.
richtig cool. Wollen wir ein bisschen Abstand nehmen, dass du kurz nochmal die Maske runternimmst und den Leuten einfach zeigst, wie das Ganze jetzt ausschaut. Es ist so ein massiver Unterschied zu vorher. Ich finde, er sieht mit den lockigen Haaren noch besser aus. Er hat ja vorher schon gut ausgesehen, der Matthias mit der Modelo hier, aber jetzt mit den Locken nochmal ganz etwas anderes. Jetzt, wo du deine neue Lieblingsmaske hast, solltest du sie eigentlich auch immer tragen, egal wo du hingehst. Uni und so weiter. Immer schön die Michelle Ziada-Maske rauf. Und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Ihr würdet mir enorm helfen damit, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Servus.